länger. Ich möchte Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber verglichen mit anderen Plüschtieren sind Ihre so ein bisschen dezent, fast blässlich. Ja. Woran liegt das? Das liegt daran, dass wir die Farben entsprechend so aussuchen. Man könnte natürlich auch grelle Farben überall haben, aber wir arbeiten ausschließlich mit natürlichen, ökologischen Materialien. Und daher bevorzugen wir diese Farben. Gibt es kein Neongrün deswegen? Neon, nein. Aber es gibt ein schönes Grün. Also, Sie sehen ja auch ganz, ganz schön aus. Ja. Wenn Sie alles naturbelassen machen und so, also 100% Öko, das heißt, es ist auch gesünder für meine Kinder, die damit schmusen, oder? Das sollte man wohl annehmen, ja. Sie haben sogar Ökotest sehr gut, 1,0. Stiftung Warentest 1,0. Was sagt und das aus? Das sagt aus, dass keinerlei chemischen Verbindungen gerade jetzt bei Stiftung Warentest drin sind, die irgendjemandem gefährlich werden können. Okay, im Gegensatz zum Rest der Konkurrenz? Oder? Ja, es gibt Weichmacher überall, die brauchen wir nicht. Mhm. Viele haben das natürlich, vielleicht auch innerhalb der Grenzwerte, aber trotzdem ist es einfach, sind es Polyesterplüsche, Weichmacher etc. Wir kommen da völlig ohne Weichmacher und ohne chemischen Verbindungen aus. Weil diese Plüsche, die werden rein mechanisch gedampelt und entsprechend weich geklopft, sodass man keinerlei chemischen Verbindungen braucht und trotzdem sind sie kuschelig und weich. Also ich als Vater kann eins Ihrer Tiere wirklich guten Gewissens kaufen und eigentlich sind Ihre Tiere auch wirklich süß genug, dass meine Kinder da sehr wahrscheinlich gerne mit kuscheln. Ja, die Erfahrung haben wir gemacht. Sie sind weich, kuschelig und natürlich ungefährlich.